Howdy, Cowboys and Cowgirls. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und willkommen zu unserer allerletzten Folge in unserem dreiwöchigen Roadtrip durch den mittleren Westen der USA. Zeit also, einen kleinen Rückblick auf das Vorangegangene zu werfen. Vor über 3 Wochen starteten wir hier mit Sack und Pack und unserem heißgeliebten Randall in Las Vegas. Wir fuhren Richtung Norden durch die Wüste von Utah, besuchten den Bryce Canyon und die Salzwüste und fuhren weiter durch Idaho bis nach Wyoming. Dort angekommen haben wir uns den Yellowstone National Park angesehen und haben die Cowboy-Western-Stadt Cody besucht. Wir waren schießen, wir waren beim Drag Race und wir waren beim Devil's Tower in Wyoming, bevor wir irgendwann in South Dakota bei Mount Rushmore ankamen. Nach einem Motorradtreffen in Deadwood ging es weiter für uns Richtung Süden, Richtung Colorado. Dort verbrachten wir einen Tag in den Rockies sowie in Denver. Danach ging es weiter für uns durch das San Juan Gebirge Richtung Durango. Dort sind wir mit dem Zug nach Silverton gefahren. Von dort aus ging es weiter für uns in den Arches National Park und dann auf die Route 66 Richtung Flagstaff, Kingman, Oldman und Seligman. Bis wir schließlich wieder in unserem Ausgangspunkt Las Vegas ankamen. Damit haben wir unsere Rundreise durch den mittleren Westen der USA abgeschlossen. Also denn, viel Spaß mit der allerletzten Folge Wild West USA hier aus Las Vegas, Nevada. Ein wunderschön hier aus Las Vegas, aus der USA, aus Nevada, zur aller letzten geldverbrennenden Folge hier aus den USA, zur Schlacht um den Dollar in den Casinos Las Vegas. Wie viel hast du denn noch einstecken? Dollar Bunny. Ganzes Bündel, aber nur einer. und Wucher 25 Cent. Ein Voucher. Voucher. So, jetzt wir befinden uns im Excalibur, wir sind gerade aufgestanden nach dem Nachtalarm. War wieder Bundeswehr früher. Ah! We will keep you apprised once we have determined the source of the alarm. Raus! Oh, jetzt gehen wir zu Dennis erstmal frühstücken. That's the plan. Dann ein bisschen über den Strip. Dann fahren wir mit dem Bus zum Tao Beach Club. Und lassen dort den Puppen tanzen. Puppen tanzen für uns, Mensch! So, früh um 10, Excalibur, Casino Las Vegas. Und es wird natürlich schon längst gezockt dahin. Nicht mehr um 10, es ist um 9 oder so. Ich glaube, die Dinger, die machen gar nicht zu. 24-7. 365 Tage im Jahr kannst du hier zocken. Oder die sitzen immer noch seit gestern, kann auch sein. Ob die schon wieder oder immer noch sitzen? Musst du mal an den Augenrändern ablesen. Ne? Oh ja, krank manche Leute. Die machen nichts zu, kann ich mir nicht vorstellen. Wie eine permanent offen haben. Ja, das Ding ist leicht. Das wir werden gleich mal ab und zu Bereiche abgesperrt, wo es gereinigt wird. Ja, aber das ist. Die Sonne Nevadas ist schon wieder. Gnadenlos. Hey, es sind nur 30 Grad heute. Heute ist angenehm, noch. Oh.
Good morning, Las Vegas. Good morning. Ja. Wir befinden uns jetzt in New York. Ja. Gehst gleich wieder raus hier Richtung MGM. Unser Plan ist jetzt hier bei Denny's zu essen. Da oben. Zum Glück haben wir noch Platz finden. Also wir sind schon wieder auf Weg zum nächsten Denny's gewesen und jetzt sind wir über so einen Hooters gelaufen. Und jetzt die Frage, lohnt sich das ins Hooters zu gehen, wenn man so mal reinguckt? Gibt kein Frühstück, im Hooters jedenfalls. Es gibt nur Mittagstisch. Sind schon wieder 2,8 Kilometer unterwegs, nur zum Frühstück zu kommen heute. Dann willst du um 12 Uhr Livestream machen, oder wie? Ja, klar. Nochmal 14 Stunden später. Ha? Kannst du mal hochrechnen, wie viel wir da zusammen haben? Heute wären mindestens 30 Kilometer gelaufen. Da musst du mal deine Geländepantoffeln tauschen. Ja. Sieh ich die Scheiße aus hier. Jo, nächste Danny. Parkplatz gerammelte voll. Und hier drinnen stehen die Leute. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Egal. Vegas, Vegas. Unser erstes gemeinsames Diner in Amerika. War Dennis. Ich habe Salat gegessen und hatte einen Kopfauer gehabt. Ein Salat ärmer. Food Porn. Sandwich hier. Today. Ein bisschen Pancake. Ein bisschen Omelette. Ich glaube, ich muss das hier rauf drauf. Also ich finde, bei Denny's kann man richtig gut frühstücken. Die haben ein übelst krasses Menü, also so zur Auswahl. Jetzt bin ich schon wieder rund, ist im Bus länger. Es war wieder viel zu viel, die erste Portion. Ich dachte, was ist denn hier schon wieder? Aber das spielt uns alles in die Karten. Dann haben wir genug Auftrieb im Pool. Genau deswegen, da könnte ich mal nicht runtergehen. Das wolltest du mal sagen? Ja, ich wollte auch sagen, das war ja... Das sind dumme Gedanken. Richtig. Wir machen jetzt zum Hotel zurück. Ziehen die Badehose an und dann entweder mit dem Bus oder mit dem Uber. Kostbudner, genau. Dann machen wir einen Tao Beach Club. Wir waren ja gestern in der letzten Folge bei Red Republic gewesen, beim Playboy Casting oder was immer das war. Und da war ja den schicken Las Vegas Partypass haben. Können wir in 3 Daypools und 3 Nightclubs rein. Ja. Deswegen gehen wir da heute nochmal rein. Ja, abgesperrt, rennt wieder drüber. Haben wir uns jetzt schon direkt wieder umgezogen. Wir befinden uns jetzt schon wieder in der nächsten Weed-Wolke hier am Tropicana. Wir sind auf dem Weg zum Linienbus und fahren mit dem Linienbus jetzt vor Richtung Tower Beach Club. Das ist so ein bisschen hinterm Bellagio. Da wird man sonst jetzt wieder 50 Minuten hinlaufen. Und bei der nevadischen Sonne ist das nicht gut. Ja. Für 8 Dollar könnt ihr 2 Stunden hin und her fahren hier mit dem Bus. Dann gucken wir, ob wir den kriegen jetzt. Denke, ja.
Wir sind gerade ausgestiegen aus dem Bus am Venezia oder Venezien oder Venezian oder was auch immer, also das Ding, was nach Venedig aussieht. Und gucken jetzt, wo der Taro Beach Club ist. Natürlich auch hier schon wieder Gaming, aber Gambling. Frontex. Was? Wo? 400 Sicherheitskontrollen und 3 Millionen Stempel später und ID und gelbe Karten und also die machen ja ein Zinnober draus. Ja, aber ohne Stempel. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier drin. Man sieht gerade noch ein bisschen wenig. Viele bunte Leute hier. Oh mein Gott, das ist ja wie bei Star Wars. Ah. Ich habe ja schon gedacht, wir sind da, aber es scheint auch noch nicht. Hier ist ja 10-mal so viel los wie gestern, ey. Der Pool ist gerammelt voll. Scheiße, Leute, was ist das? Nee. I have no spare on my headphone. Geile Friesen heute. Gerammelte voll der Pool. Aber kühler als gestern. Ich bin nicht mehr so gut. 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 Ich
Eisenschrank. Ihr denkt, der Laden ist voll? Hey, da hinten, da kommen immer noch mehr rein. Versuchen wir mal unser Glück bei In-N-Out, weil die alle hier sind, keiner bei In-N-Out. Fortbewegungsmittel Nummer 1 in Vegas, nicht die Rolltreppe, sondern der Rollweg. In Las Vegas läuft man nicht, man fährt Rollweg. Wir wollen jetzt nochmal mit In-N-Out Burger, da was ja gestern Abend, da das ja so viel los war, hoffen wir, dass jetzt weniger los ist. Genau. So, wir sind da und es ist schon wieder gerammelte voll hier drin oder was? Gibt's doch gar nicht. Es geht, was hier so los ist. Ich denke mal, nach 5 Minuten sind wir vielleicht vorne. Geht recht zügig hier. Läuft jetzt quasi hier unter dem Format Community Test. Wir nehmen mal ein Double Double. Der muss reichen bis um 3. So, da ist er. Das wird jetzt quasi ein Community Test. Schmeckt halt wie bei Mc's in Deutschland. Die Soße macht's ja. Was hast du? Die Soße ist geil. Ich hab auch ein Doppel-Doppel. Ich hab noch gar keine Soße. Ich hab noch gar keine Soße gehabt. Und wie fandest du es jetzt? War ein bisschen besser als so in Deutschland so ein Big Mac oder so. Ja. Ging schon. So, wir probieren es mal. Also vielleicht auch nicht. Wir laufen mal Richtung Marquee Beach Club. Der dritte, den wir kostenlos besuchen können. Wenn wir da schnell und zügig reinkommen, gucken wir da mal rein und ansonsten gehen wir weiter. Wir sind gerade hier im Bellagio. Leute, ich verspreche euch, ich gehe heute Abend noch mal hier rein. Das müsst ihr im Dunkeln sehen. Das ist schon hammerkrass beleuchtet. Ey. So, wir sind jetzt im Marquee angekommen. Und das ist wohl die Line hier. Probieren wir mal, ob wir da für den Dayclub noch hochkommen. So, wir haben alle Stempel heute. Nee, einer würde noch fehlen. Aber mit Fahrstuhl geht es hoch hier. Ich bin gespannt hier. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, ja. Hotel, es wird hell, Leute. Louder!
cross. What you say? Say. Was ist denn los? Y'all sound good. Have you ever had a hit in your life with a little finger in the sky right now? Die ist sogar gelb. Vielleicht eine Wasserwehr oder so. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück zum Hotel. Kurz entspannt, bevor es weitergeht. So, das Park MGM. Der war natürlich auch noch mit dir. Mal gucken mal, wie es da drin ausschaut. Ich habe da so ein bisschen, also so 1800-mäßig so Eisenbahn-Lokschuppen. Also Lokschuppen nicht, aber so ein bisschen Erinnerung. Oh. Ihr seht da hinten Toskana. War ein Café Milano. Also das ist alles so ein bisschen 1800, so Industrialisierung mäßig gemacht. Auf jeden Fall italienisch angehaucht. Und natürlich auch die Gaming Hall. Tada! Richtig frische, frische Haare jetzt. Was ist los? Die Füße schmerzen jetzt schon, aber wir geben uns das jetzt nochmal. Und dann noch was Schönes zu essen und noch einen Schraubenrundflug. Und ich habe noch was vergessen. Jetzt geht's los. Das hat sehr gut. Was wir halt immer noch unterschätzen, sind wirklich die Entfernungen hier. Und die Weite und unsere Füße. Die merken wir auf jeden Fall. Zum Glück sitzen wir ja morgen im Flugzeug. Bene hoch. Oh, nee. Bene hoch. Bene hoch. Wir haben keine Business Class, scheiße. Bene hoch vom Stuhl geklemmt. Bene hoch vom Stuhl geklemmt, ja. Wir fahren jetzt mit der Gruppe 7 ist das, mit dem Bus hoch zu Mancore. Gehen von Mancore bis mal zum Treasure Island rüber. Das ist vielleicht Cäsar, irgendwo da kannst du was essen aussuchen. Aber die Schilder in den Out. Wir haben den arktischen Bus verlassen. Echt geil. Also ohne Mist. Hier draußen sind es vielleicht 35. Ach, bist genauso geil. Ja, 35, 38 Grad draußen. Ich bin ja 15, 20. Ja, 15, 20. Das ist wirklich, die Busse ist das Schlimmste, oder? Ja. Wir sind jetzt hinten beim Wind angekommen.
Ich wollte einfach noch mal in diese Empfangslobby reingucken. Ich habe hier so schöne Erinnerungen 2019. Deswegen gucken wir da jetzt mal rein. Das ist die Sonnenblume hier vorne. Das da? Ja. So, Empfangshalle erreicht vom Wind. Gucken, wo das war. Das kann ja jetzt nur hier sein. Oh ja, da drinnen ist es. Da drinnen leuchtet es. Damals habe ich es noch schlimmer in Erinnerung. Dass wir in einem Gebäude sind, wieder schön gemacht. Überhaupt eine Rolltreppe, die eine Kurve fährt, bin ich auch noch nie gefahren. Und was sagt dein Magen? Ja, gehen wir ein bisschen was mampfen. Wir sind doch Personen von Tradition, wir sind doch Freunde von Tradition. Ach so, gut. Das ist unsere Burgerbude hier. Das könnt ihr wissen. Für alle, die das Video angucken und irgendwann essen gehen wollen am Strip. Das dritte Mal sind wir jetzt schon hier. Strip Burger Chicken. Das ist unser Laden. Hier habt ihr nochmal die Karte. Da könnt ihr dann schon mal gucken, was ihr esst, wenn ihr irgendwann mal hier seid in den USA. Auf den letzten Abend, die USA, auf Las Vegas, auf euch. Schön, dass ihr alle Folgen mit dabei gewesen wart und ihr euch reingezogen habt. Ziemlich kranker Scheiß. Und ich habe mir bestellt diese Mini-Triple-Burger-Geschichte. Die drei kleinen, wenn man gespannt ist. Wird. Tada! Sieht die nicht geil aus? Ich würde sagen, a day without three burgers is not a good day. Was gibt's da heute für eine Note? Ist halt schwer, weil wir heute schon mal Burger gegessen haben. Ja. Die Sweet Potato Pommes, die sind so grauer. Mega. So, das war der letzte Burger in den USA für längere Zeit. So, jetzt gehen wir hier am Strip ein bisschen runter durchs Treasure Island als nächstes, Freunde der Sonne. Ich blend's einfach ein. Ja, ich weiß auch nicht, ich blend's ein, wie hoch es ist. Na dann, wollt ihr auch lang gehen? Ja, das ist der. Wir sind jetzt hier schon im Treasure Island. Ich weiß nicht, ob die in der Empfangshalle auch was Cooles vorbereitet haben.
auf dem Weg zum Dampfer. Und gehen jetzt Richtung Mirage. Da ist um 11 die Vulkanshow. Warte mal, guck, um 11, um 8 die Vulkanshow. Den hinterher. Ich wusste nicht, wo die hin wollen. Hier ist zu steil und warm. Hier, $10. Alright. So, outside Treasure Island. Schöne Deckenkonstruktion hier. Racing, Street Racing, Street Racing hier. So, hier geht gleich die Show los. Vulkanshow. Das war spannend. Direkt die Kamera geschmolzen vorne. Naja, nach der schönen Show. Ich fand sie cool. 2019. Gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Gucken wir mal rein hier ins Mirage jetzt. Sieht aus wie im Center Park hier. Viel Grünzeug. Super echt. Oh.
So, wieder draußen. Weiter den Strip runter. Hier ist gerade rechts, glaube ich, ist Caesar jetzt neben uns, ja. Mirage verlassen. Alte Schlange um den Hals hier. That's how it is. It's also cool. March on Holland, maybe. Ach, bist du ja. Wie heißt der Brunnen? Das ist der Brunnen aus Rom, glaube ich, ne? Kann das sein? Bin ich richtig? Ja, irgendwie heißt er. Und das ist der Brunnen, wo Angela Merkel mit den anderen auch ein Foto gemacht hat. Und der Brunnen heißt Viktoria-Brunnen. Der Trevi-Brunnen. Müssen wir nicht Geld reinschmeißen immer? Trevi-Brunnen. Der ist wirklich geil, aber das sieht ja so aus. Aber das könnte irgendwo sein. Das steht doch hier bestimmt. Nee. Kann schon sein. Viktoria-Brunnen. Viktoria, naja, ich hatte einfach mal alles so wenig Karte, weißt du. So, wir sind jetzt am Belag angekommen. Und jetzt gibt es noch eine Fontaine-Show hier. Mal gucken, was heute für uns kommt. Jetzt Bellagio Inside. Und da gibt es einen wunderschönen Vogelgarten. Chip Chip. Was gibt's hier? Vogelgarten, wo wir heute Mittag drin waren. So. Wir sind jetzt in Bellagio angekommen drin. Und es ist das, was ihr jetzt gleich seht. Das hat dieses Mal, finde ich, alles getoppt von den Casinos. Das haben die wirklich richtig, richtig geil gemacht. Und begeben wir uns jetzt noch auf den Marschfurzen Hubschrauber.
den Startplatz, Landeplatz könnt ihr euch aussuchen. Wir machen noch einen kleinen Rundflug über den Strip. Mit Nelly, 10 Minuten. Hey, wie so eine Disco-Kugel da vorne. Nein, jetzt fährt er vorne lang. So. Wir sind angekommen. Am Airport. Quasi am Hubschrauber. Bist du aufgeregt? Bin der alte Hase. Na, deinem fetschen Ding da. Also wir sehen es auf dem Lande, Startfeld, was immer, aufgereiht. Ich habe jetzt die Kamerastabilisierung an, das heißt, es wird bestimmt ein bisschen matschig werden, das Bild. So, dann herzlich willkommen und schön, dass Sie sich für Fatal Error Airlines entschieden haben. Bitte stellen Sie das Rauchen ein, bringen Sie Ihren Sitz in eine senkrechte Position. Wir begeben uns auf einen kleinen Rundflug über das nächtliche Las Vegas. Ja, wir sind jetzt hier am Harry Reid International Airport Las Vegas und es geht die Startbahn hoch Richtung Norden, Richtung Strip. Ja, links vorne jetzt das Grüne, was ihr da seht, das MGM Grand. Da waren wir auch in der letzten Folge gewesen bei der Poolparty, wo das Bud Light Bier $13 kostet. Ja, seht das nochmal. Ansonsten die drei Häuser oder drei Gebäude, die sich recht ähnlich aussehen, hier links vorne, The Signature. Auch eine, sind auch Hotels, die mit zum MGM Grand gehören, und da vorne seht ihr das Riesenrad, das ist das zweithöchste der Welt mit einer Höhe von 165 Meter, der High Roller. Links das Gelbe ist The Paris oder das Paris Hotel, das was französisch angehaucht ist, und ganz rechts vorne, ich sehe es gerade aus dem Bild raus, kommt bestimmt noch mal rein, ist Sphere. Diese riesengroße Kugel aus Las Vegas, die in sämtlichen Animationsvarianten leuchten kann. Ja, jetzt sind wir schon hinten auf dem Weg Richtung der Strat, also den Stratosphere Tower, der eine Höhe hat von 350 Metern und bei dem Alibaba in der letzten Folge obendrauf noch, hier seht ihr das nochmal, das rote ist der Big Shot, da könnt ihr euch nochmal 50 Meter nach oben katapultieren lassen mit einem Fahrgeschäft. Genau, also letzte Folge Alibaba hat das sehr genossen. Ja, und jetzt geht es schon hinter, da hinten das blaue, hellblaue, was ihr unten rechts so ein bisschen seht, das gehört alles schon zu Alt Las Vegas beziehungsweise zur Fremont Street. Genau. Das waren so die älteren / ersten Hotels Las Vegas. Da ist dann irgendwann der Platz zu eng geworden, zu wenig geworden, und dann haben sie weiter vorn, wo wir jetzt gleich wieder hinfliegen werden, den Strip gebaut in den 80er und 90er Jahren. Auf der Fremont Street gibt es noch die Fremont Street Experience. Das ist diese Videoleinwand, die 400 Meter lang ist und die komplette Straße überspannt.
Ja, wie gesagt, hier dann der Slip vorne. Geht jetzt von Norden quasi rein. Ansonsten, ihr seht, Las Vegas, eine Riesenstadt, bis zum Horizont, unendlich viele Lichter, der Wahnsinn. Dabei hat sie nur knapp 600.000 Einwohner. Und hier seht ihr vorne jetzt den Trump Tower, das ist nur ein Hotel, ist kein Casino mit. Genau. Ansonsten jetzt vorne Treasure Island, danach nach rechts. Ist Mirage Hotel. Links seht ihr nochmal The Bubble, also die Sphäre, die Kugel. Ja, schwarz-weißen Licht. Ansonsten rechts unten jetzt mit dieser kleinen Arena Caesar's Palace, was römisch angehaucht ist. Und jetzt rechts nochmal daneben The Bellagio mit der Fontaine Show, die gerade stattfindet davor. Hier Sturzflug aufs Excalibur, wo wir die zwei Nächte verbracht haben. Ihr seht das nochmal vorne rechts. Und auch die Pyramide ist Luxor, wo wir die erste Nacht verbracht haben. Und ganz hinten Mandalay Bay. Das erste große Casino, wenn man von Süden aus in die Stadt reinkommt. Ja, damit war es das schon, der kleine Rundflug hier nachts über Las Vegas. Vielen Dank, dass Sie sich für Fatah Aero Airlines entschieden haben. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug und bis bald. Naja, also, es war cool, es war viel zu schnell vorbei, wir saßen auf der falschen Seite. Und das Bild war bestimmt total verwackelt. Ich habe das jetzt versucht, in der Videobearbeitung irgendwie nachzustabilisieren. Hoffentlich ist es ein bisschen was geworden. Ja, und du, was sagst du? Saß komplett auf der falschen Seite. Kein Vergleich zu New York. New York war krasser mit offenen Türen. Lieber das Geld hier sparen und in New York dort diesen Autendorf-Fly machen. Guck mal, du musst das so sehen. Wenn mit großer Runde. Wenn du die 99 Euro jetzt hier haben wir bezahlt für den Hubschrauberflug pro Person, und die 56 aus dem Casino nimmst, bist du ja schon in New York bei der dritten Runde. Ich meine, so, was ist der Plan jetzt? Genau. Und dann zocken wir mal noch eine dritte Runde. Auf jeden Fall einarmige Banditen mache ich nochmal hin. Was soll ich sonst mit dem Dollars machen? Guten Morgen zum Frühstück bei Denny's raushauen oder so. Und da reg dich doch über die 99 vom Heli auf, wenn die hier 5.000 für einen Hammer bezahlen. Mit der Limo. Aber die haben da vielleicht eine Bar, war in dem Heli eine Bar, ne? Nee, das stimmt nicht. Komm, jetzt hast du eine Welle, gewinn hier, Mandalay. Ah. Setz alles auf Rot, alles auf Liebe. Irgendwas von Shark da, Shark Reef. Links. Ja. Ich glaube, so weit hinten waren wir damals nicht.
Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir laufen in eine Viertelstunde schon nur durch ein Hotel, um von dem einen Ende des Gebäudes zum anderen zu kommen. Und wir sind immer noch da. Es ist ein gigantisches Ding. Und auch die Höhe dieser ganzen Räume, wer baut denn sowas? Und dann ist hier keiner. Deswegen hat bestimmt gleich alles zu. Ja. Ich hab Kind. Keine Ahnung, wo wir sind. Scheiße. Hours of operation. Kacke. Ey, Papa, ich geh Bock mehr. Oh, ich bin auch krass. Du bist fertig. Also, wir müssen den Weg jetzt wieder zurücklaufen, oder? Du rufst den Uber hierher. Ja. Oh. Hast du ein Foto gemacht? Ja, ich habe ein Foto gemacht. Mittlerweile habe ich am rechten Fuß auch eine Blase vorn. Das ist... Abbruch. Abbruch. Richtige Zerstörungstour hier in Las Vegas. Nehmt euch am besten Wanderschuhe mit oder irgend sowas. Also an diesen zwei Tagen an den Strip hoch, ich würde gerne mal wissen, wie viele Kilometer wir geschrubbt haben. Bestimmt 50. Kann man schon vorstellen. Alleine zum Frühstück heute waren ja schon 3. Oder 4, weil er das erste ja nicht offen hatte. Oh Mann, ey. Geht's hier einfach an die Kiste. Und wir spielen jetzt einfach mal eine Runde. Oh, so. Da ich ja keine Ahnung hab davon. Lass ich mir das gleich wieder auszahlen beim ersten Gewinn. Wow. Sag dir, da ist noch weiter. $10 weg hier. Oh, wir verlassen das Mandala Bay mit 20 Dollar weniger. Aber Alibaba setzt ja noch 25. Ich habe noch gewonnen. Ich wollte gerade sagen, ich Alibaba. Ich bin jetzt auf der Siegerseite, ich habe noch nicht gespielt. Ja. Außer 5 Dollar gestern. Außer Geldautomat. Da war das Luxor, oder zum Luxor. Und dann endet da unsere Reise durch Amerika. Überhaupt für den, der sich interessiert für Football, in Las Vegas die Raiders beheimatet. Hi. Letzter Ritt in Las Vegas ist nicht auf einem Bär oder einem Wolf, sondern auf einem. Oder auch nicht auf einer Lady, sondern auf dem Mitter von Luxor. Auf dem Mitter von Luxor. Wir befinden uns wieder vorm Luxor. Moment. Da, wo unser Roadtrip vor 3,5 Wochen angefangen hat. 24 Tage. Wir sind heute jedenfalls Kasten alle hier quer durch Las Vegas. Unsere Füße schmerzen. Die Kamera habe ich immer noch nicht geschafft einzustellen. 3,5 Wochen durch die USA, wieder mit dir, mit Randall. Ziemlich viel erlebt. Aktuell, jetzt gerade weiß ich auch gar nicht mehr so richtig, was die letzten Wochen alles passiert ist, wenn ich das nicht filmen würde. Wir haben letztens schon wieder darüber philosophiert, was wir denn heute vor einer Woche gemacht haben. Siehst du, dir fällt es auch nicht mehr ein.
Viel Geld ist immer losgeworden. Zusammen hat es auf jeden Fall die 10.000 Euro gesprengt. Ich brauche eine Massage. Was können wir denn noch sagen, Esche? Das Ding ist durch. Wir hauen jetzt unsere letzten paar Groschen in den Automat. Das Ding ist durch, ja. Und dann geht's morgen geht's mit dem Flieger nach Hause, wieder nach Frankfurt. 16 Uhr startet der Flieger. Ja, und morgen wird hier auch nichts mehr gerissen, deswegen ist jetzt nach den ganzen Folgen Schluss. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zugucken. Konntet das ein oder andere lernen über die USA. So die ganzen Infoboxen, die ich immer einblende. Und ich konnte euch ein bisschen so diesen Flair, den Lifestyle des Landes in den verschiedenen Regionen, wo wir waren, rüberbringen. So, ob das jetzt Cody war beim Cowboy-Rad oder hier Las Vegas mit dem Glücksspiel. Ich hoffe, es sind immer gute Aufnahmen geworden und ihr habt Spaß beim Zusehen gehabt. Was anderes fällt mir nicht ein. Gott weiß, was die Zukunft bringt auf dem Kanal. Mal gucken, wie es weitergeht. Irgendwann wieder USA, ja. Westen haben wir erstmal durch. Alcatraz steht auf der Liste. Ah, außer Alcatraz, das ist Alcatraz. So, das ist. Alcatraz ist wie so das Helgoland des Reisens so. Das ist halt nur noch übrig, ne? Viel davon gehört, schon davor gestanden. Ja. Nee. War eine coole Zeit, viel gesehen, viel gemacht. Wenig geschlafen, finde ich. Viel gefahren. 4,5, 4,7 ungefähr. Was stand bei Randall jetzt noch? 4,7? Weiß ich jetzt nicht. 4.700 Meilen ungefähr. Wir blenden es ein. Aber wie soll ich das einblenden, wenn du es nicht weißt? Ich habe doch den Anfang und den Endstand fotografiert. Ach, hast du fotografiert? Ja. Na, dann kann ich es einblenden. Ich habe aber. Also jetzt. Also jetzt. Die Stadt Las Vegas an sich ist cool, aber sie reibt ganz schön auf. Oh ja. Die macht ganz schön mürbe. Ich glaube, eine Woche könnte ich hier nicht aushalten, außer man macht Ausflüge mit einem Auto, irgendwo links, ja, rechts, oben, unten. Es ist auch von allen zu viel, ja, und zu intensiv hier. Du kannst dich auf gar nichts richtig konzentrieren, weil du permanent wieder von was Neuem abgelenkt bist. Ja. Na, und dieses Mal war neu die ganzen Poolpartys. Ja. Cool. Ja. Kann man mal machen. Die kann ich euch empfehlen. Eine reicht. Nehmt eine mit für $30. Dieses hier Las Vegas Party. Braucht vielleicht nicht unbedingt. Party Pass, wenn ihr abends feiern wollt, gut, könnt ihr dann die verschiedenen Clubs mitgehen. Ansonsten gibt es noch tausend andere Sachen hier. Beim nächsten Mal Las Vegas habe ich mir vorgenommen, werde ich mal so eine Show besuchen. Ein oder zwei Shows. Ja, eine Show können wir mal mitnehmen. Vielleicht legt ja Helene Fischer mal auf hier. Oder Jürgen Drews. Revival. Ja. Oder ich meine, Michael Jackson ist tot, ja, und Costa Cordalis ist auch tot. Was soll ich denn dann noch machen hier? Naja, aber vielleicht macht ihr so eine Costa Cordalis Show hier. So ein Tzotaki, so ein griechisches Hotel, Casino fehlt da noch. Wo überall die Knoblauchzehen unter Uso von der Decke baumelt, wenn du reinkommst. Das gibt es hier mit Sicherheit in irgendeiner, ja, Kaschemme irgendwo. Hast du noch was da hinten zum... am Meer. Hinten am Meer. Hast du noch was zum Roadtrip allgemein? Roadtrip allgemein. Kann ich jedem empfehlen? Konntest du es mit mir aushalten? Ja, du kannst immer mit dir aushalten. Nee, das geht schon. Wir haben uns ja gut eingespielt, oder? Ja. Nee. Haben jetzt schon ein paar Roadtrips hinter uns. Ja. Es kommt vielleicht noch der ein oder andere. So. Wir legen mal jetzt die Füße hoch und hauen noch $3 in den Automaten. Machen wir die Kiste zu hier. Mach die Kiste zu. Jetzt kann ich die Kamera weglegen nach 3,5 Wochen. Ja? Ah. Das geht doch gar nicht. Ach nee, ich war doch nach Frankreich. Also. Naja, also. Schön, dass ihr mit dabei wart, die ganzen Folgen. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Das war unglaublich teuer. Es war aber trotzdem zur richtigen Zeit. Stand jetzt trotzdem zur richtigen Zeit, weil aktuell sehen wir, dass alles teurer wird nach der Ukraine und so. Ist halt jetzt so. In Amerika ist Amerika. Also ich lieb's. Mag es sein, wie es ist. Ich mag die Leute. Und das muss ich auch sagen, alle Leute, die wir überall kennengelernt haben, die waren aufgeschlossen, die waren nett, die waren kontaktfreudig, die wollten mit dir erzählen. Selbst wo du denkst, das ist der übelste Gangster. Ja, ne? Aber du hast halt eine In-N-Out-Burger-Mütze auf. Ja, na, da geht alles. Und deswegen, I like that shit. Ja, ja. Also, wenn ihr Probleme habt, dann setzt euch eine In-N-Out-Burger-Mütze auf. Da kommt doch immer. Oder schreibt in die Kommentare. Apropos Kommentare, vielen lieben Dank für die tollen Kommentare.
vielleicht auch für das ein oder andere Abo seitdem hier auf dem Kanal. Genau, und für die Kritik auch vielen Dank. Wir brauchen jetzt nicht gehen, nur weil die USA zu Ende sind. Daran wächst man nur, genau. Daran wächst man. Es kommt wieder was Neues. Ja. Was machen wir als nächstes? Das entscheiden wir jetzt da drinnen beim Spiel. Die Würfel entscheiden. Wir würfeln einfach und dort, wo die auf der Weltkarte, dort, wo die Würfel liegen bleiben, dort machen wir hin. Australien oder Tschechoslowakei? Am Ende wird es Magdeburg. Ja. So, kann ich mehr stehen. Los jetzt. Wir machen jetzt Schluss hier. Die Leute müssen auf Arbeit oder irgendwas am Samstag. Die müssen sich noch einen Tasse Kaffee holen. So, Cheerio! Cowboys und Cowgirls, Schweinebacken, macht's gut. Ciao! Die ganze Welt hat er schon gesehen und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh.